Hallihallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder Samstag und ich knüpfe an Donnerstag an die Kollaboration mit der lieben Petra Gerbracht und der lieben Sandra Rettich. Und zwar mit dem Dragonflower-Effekt von der Maika Resin-Kurses. Dort könnt ihr den Kurs buchen und es auch schön lernen. Ich werde euch nur ein paar Einblicke zeigen, aber dass ihr seht, wie sowas vielleicht entstehen könnte. Für genauere Einblicke bucht gern den Kurs. Ich habe jetzt gerade, also heute verwende ich das Ultracast Resin von Stefanie Etter und habe mir das Ultracast einmal mit Jamboree, das Pink in der Mitte, angemischt und einmal das außenrum war Dark Patrol. Und da habe ich jetzt erst den Rand außenrum gegossen, habe etwas mit dem Transparenten aufgegossen und entferne gerade mit dem Sturmfeuerzeug die Bläschen. Passt immer bitte auf wegen dem Harz und der Form. Das könnt ihr euch sehr versauen. Jetzt gebe ich das Zickzack-Bogenmuster, wie auch immer ihr es machen möchtet. Da habe ich das Ultracast mit der Resitint Max Titanium Weitpaste vermischt und was von dem Resin Ink. Jetzt habe ich gerade nochmal Bläschen entfernt. Und ihr könnt in dem Spiegelung sehen, dass ich nur eine FFP2-Maske trage. Das liegt daran, dass meine andere Maske, dass ich auf die Filter warte. Und das Fenster ist aber offen. Also ne, nicht, dass sich da irgendwelche wundern. So, ich gebe jetzt gerade wieder die Bögen. Wie ihr seht, es ist ein bisschen besser geworden, aber ja, Übung macht den Meister. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, ihr könnt auch einen Spritzbeutel nehmen. Das denke ich schon, weil wenn ihr damit besser klarkommt, jeder so, wie es ihm am besten liegt, sage ich jetzt mal. Ich komme ganz gut eigentlich mit dem Wortfindungsstörung, Becher klar, entschuldigt bitte. Und gebe jetzt Reihe für Reihe wieder rein. So einfach, ja, wie ihr seht, es klappt nicht immer exakt. Bin da entweder noch zu grobmotorisch, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, weniger mehr, also ne, so wie ihr es, ich glaube, die Effekte sind immer andere, ne, das kann ich euch sagen, es kommt immer was anderes raus, das kann ich euch vorab schon sagen, auch hier kommt es anders raus wie von dem Video am Donnerstag. Jetzt hat sich das schön in der Mitte geschlossen und jetzt gebe ich außenrum nochmal was von dem Weiß, Rosa, wie auch immer man es nennen mag. Und ja, und gieße dann mit dem Klaren auf. Jetzt gebe ich gleich das Glitter rein. Das Glitter ist das Ocean von der Glitter Creations. Und was soll ich noch? Achso, die Form ist die Kristallform von Epoxy Art. Die Inks, das Glitter habe ich euch genannt. Für den Kurs von der Maika habe ich noch, oder für alle anderen Artikel in ihrem Shop, habe ich einen Code für euch. Den schreibe ich in die Beschreibungsbox, genauso wie ich von Glitter Creations auch einen Code für euch habe. Das alles schreibe ich in die Beschreibungsbox und in Deutsch und in Englisch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ihr könnt mich auch über Insta anschreiben und über Kommentare freue ich mich natürlich auch und ein Like ganz besonders, ganz klar. Ne? Wer freut sich nicht? Ich möchte mich auch schon bei über 450 Abonnenten bedanken. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Wenn ihr Anmerkungen habt, lasst es mich gerne wissen. Ja, ich habe jetzt auch immer wieder, wie ihr seht, ein paar von den Bläschen, weil es immer aufsteigende Bläschen gibt, wie ihr seht, jetzt auch wieder mit dem Sturmfeuerzeug entfernt und ja, jetzt gleich kommen wir zum Ausformen. So, heute ist Ausformtag. Die Sonne scheint, wie ihr seht, es ist hell. Und jetzt entformen wir. Und wie ihr sehen könnt, es ist auch eine wunderschöne Blume geworden. Komplett anders wie die vom Donnerstag, aber mir gefällt sie mega. Die Mitte hat sich geschlossen und ich bin richtig, richtig begeistert. Und solltet ihr auch Interesse dran haben, wie gesagt, die Maika bietet Kurse dafür an. Und ja,
schaut einfach mal sich, schaut euch einfach mal bei ihr auf der Seite um. Ihr findet sie auf Insta, sie hat einen YouTube-Kanal. Schaut einfach. Und ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr das Video geschaut habt, geliked, kommentiert habt, wie auch immer. Wenn ihr ein Abo da lasst, freue ich mich auch. Bis dann, eure Marion.